Hi Leute, kurzer Gang durchs Studio, kurz vor Feierabend, Künstler sind schon alle zu Hause. Ich halte hier als einziger tapfer die Stellung und wollte euch gerade nochmal kurz, bevor ich auch gehe, zeigen, an was wir hier gerade die Woche so arbeiten. Bis gleich. Hier haben wir einige Cador-Modelle aus dem War Machine 2-Spieler-Starter-Set. Die Modelle wurden alle vom Jörg auf Level 5 Character bemalt. Das sind die Men of War mit den Lanzen oder Hellebarden und Schilden. Dann Sasha als Caster und da hinten dann noch zwei Jacks, Warjacks, Heavy Warjacks von Cador. Ist übrigens ein Freehand da oben drauf als das Cador-Symbol. Bei dem anderen Modell genauso. Die Namen im Einzelnen weiß ich jetzt nicht. Sind jetzt auch fertig, warten noch auf die Abschlusskontrolle. Und da hinten an Susis Arbeitsplatz befinden sich noch die Meniten, die Menard-Modelle sind noch Work in Progress, fehlen noch die Basen, einige Highlights an den Kanten und ähnliches. Und dann sind die auch demnächst fertig. Ist eine schöne Truppe als Starter-Set, Cador gegen Menard. Kann man gut was rausholen und ist ein schöner Grundstock für die beiden Fraktionen. Lohnt sich auf alle Fälle, das Starter-Set, kann ich nur empfehlen. So, gehen wir mal kurz zum Arbeitsplatz von Jörg. Der arbeitet hier schon seit einiger Zeit an seinem privaten Modell. Er weiß gar nicht, dass ich das jetzt filme. Das ist seine Mischung aus einem Vampirfürsten-Zombie-Drachen und dem Helldrake, Höllendrachen der Chaos Space Marines. Er bastelt da schon seit einiger Zeit an einem Hybriden hier rum. Ich glaube einfach nur für eigenen Spaß an der Freude. Sieht schon mal ziemlich cool aus, gerade diese Base. Ich bin mal gespannt, was er da vorhat. Scheint so eine Art See aus Blut oder irgendwie sowas zu sein. Aber an sich, dass er diese beiden Modelle zusammengebaut hat, das ist schon eine sehr coole Umbauleistung. Bin mal gespannt, wie das Ding am Ende aussehen wird. So, der Dropzone Commander Spieltisch für den heutigen Abend steht. Ein kleines Spiel heute Abend angesagt. Ich habe schon mal den Tisch aufgebaut für die Jungs später. Und je nachdem, was gerade so ansteht, schließe ich mich dem Ganzen dann später einfach mal an. So, was mache ich gerade an meinem Platz? Ich nehme gerade ein paar neue Projekte auf. Wir haben hier ein paar X-Menschen und Flagellanten des Imperiums. Noch mehr X-Menschen und ein paar Space Marines. Da warten wir noch auf Rückmeldungen in Bezug auf Magnetisierung. Und hier drüben noch jede Menge weitere Projekte to go. Da steht in nächster Zeit einiges an. Wir haben ein bisschen Zombie-Side, wir haben eine Zwergen-Imperiums-Mischungsarmee, verschiedenes. Hochelfen, ein bisschen Flames of War, Sororitas. Das ist alles nur, was in nächster Zeit ansteht. Und wir haben noch ein bisschen was. Hier nochmal ein Modell, das ich euch zeigen wollte. Das habe ich schon vor einiger Zeit bemalt. Und zwar habe ich die Charybdis der Dunkelelfen bemalt. Das Modell war der Auftakt, beziehungsweise auch so ein bisschen die Überlegung des Farbschemas für unsere Studio Dunkelelfen-Armee. Das Modell ist jetzt fertig, die Basierung fehlt noch und als nächstes stehen dann Studio Dunkelelfen für Warhammer Fantasy an. Das Ganze kriegt so ein bläulich-grünlich leuchtendes Farbschema, die gesamte Armee, so ein bisschen so Tiefseefische. Dazu noch so diese gelben Punkte und ähnliches, wie so ein Anglerfisch. Kann, glaube ich, ganz witzig werden. Bin mal gespannt, wie das dann sich bei der gesamten Armee macht, bei den gesamten Truppen, aber die Charybdis ist schon mal fertig und ich bin ganz stolz drauf, ist ganz gut geworden und werde dann mit Sicherheit dann auch, wenn die Armee fertig ist, nochmal ein kleines Tutorial machen in Bezug auf die Bemalung, weil das war eigentlich ein ganz lustiger Unfall, wie dieses Farbschema entstanden ist. Okay. So, dann bin ich hier gerade mal eben in unserem Lager bzw. Verpackungsraum, in dem wir die Projekte verschicken und ähnliches. Hier drüben warten einige Modelle auf den Versand bzw. auf die Abholung. Den Burschen hier habt ihr mit Sicherheit auch schon auf Facebook gesehen. Das ist dieser Ork-Bomber von Puppet Wars. Den hat der Marcel bemalt. Wartet jetzt darauf, vom Kunden abgeholt zu werden. Ist ein sehr cooles Modell geworden mit all den ganzen Details. Bilder lassen sich auch auf unserem Flickr-Account finden. Einfach mal reinschauen, da könnt ihr euch das Modell nochmal im Detail ansehen. Aber es ist schon ein ziemlich abgefahrener Bursche, das Ding hier. Und sieht ziemlich witzig aus. Abschließend noch ein kleiner Blick auf den Arbeitsplatz für die Marlene. Die hat morgen die Ehre, sich um diese Modelle hier zu kümmern. Ich weiß nicht, ob man das genauer sieht. Ah, jetzt fokussiert's. Ich glaube, das sind sehr, sehr alte Ralpata-Modelle
Fantasy, ich schätze mal aus den 80ern müssten die noch sein. Echt ganz klassische Figuren. Das hier sind somit die Anfänge, Urschlamm der Tabletop-Miniaturen, wie man sie heute kennt. Sehr cool, immer wieder schön sowas zu haben. Wir haben dann hier so einen Projektbogen, wo im Prinzip alles eingetragen ist und ja, alles hier startklar ausgefüllt, so dass sich die Künstlerin dann morgen im Prinzip direkt um das Projekt kümmern kann. Alle Anweisungen hier vorhanden, ausgedruckt und ja, so machen wir das. Wir haben immer so einen Projektbogen, an dem im Prinzip alles ja hinterlegt ist, welcher Künstler das Ganze dann auch bemalt hat. Es wird auch aufgeschrieben, mit welchen Farben das Ganze bemalt wurde. Und dann kommt das Projekt ja in die Bearbeitung, Nachkontrolle und als spätere Referenz kann man das dann hier eben heranziehen. Bin ich gespannt auf das Ergebnis. Oh, und noch eine weitere Sache, und zwar, ja, das Jahr klingt langsam aus. Weihnachten ist auch nicht mehr so weit fern, das heißt, die große Geschenkeflut geht wieder los. Falls ihr ein Projekt habt, das unbedingt zu Weihnachten fertig werden sollte, werden muss, einzelne kleine Einzelmodelle sollten wir vielleicht mit dem Turbo-Special noch hinkriegen. Wenn es sich um große Projekte bzw. ganzen Armeen handelt, dann wird das eher knapp bis nahezu unmöglich. Ihr habt allerdings die Möglichkeit, am Bemalservice Gutscheine bei uns zu erwerben. Schreibt dafür einfach eine E-Mail, info@phantasos-studio.de. Der Betrag ist im Prinzip frei wählbar. Wir machen das dann so, dass wir einen Gutschein ausstellen, den können wir euch per E-Mail als PDF zuschicken. Da ist ein Gutscheincode dabei, der ist einmalig gültig. Oder aber auch, wir können es euch ja, ganz schick ausdrucken und dann per Brief zukommen lassen, dass ihr das verschicken könnt. Ist eine Möglichkeit für Bemalaufträge, die ja, es zu Weihnachten nicht mehr schaffen werden. Oder einfach einen Bemalauftrag zu bezuschussen, ist überhaupt kein Problem. Da haben wir ja, verschiedene Möglichkeiten. Schickt mir, wie gesagt, einfach eine E-Mail und dann können wir das zusammen ausknobeln, ist überhaupt kein Problem. Und wie gesagt, wenn es nur ein, zwei kleine Modelle sind, irgendwie eine Nettigkeit, dann sollten wir das noch einschieben können. Hundertprozentig versprechen möchte ich es an dieser Stelle nicht. Es kommt immer ja, im Einzelfall darauf an, was gewünscht ist, was das Modell jeweils betrifft. Und ja, redet einfach mit mir und alles kann man dann weiterhin besprechen. Noch eine Sache, RPC 2000, jetzt bewege ich mich mal ein bisschen, RPC 2015, ich bin so ein bisschen am Grübeln, ob Phantasos Studio bereit ist, das Studio hier bereit ist, auf ja, die RPC nächstes Jahr zu gehen. Das wäre im Mai, ich glaube 15. 16. Mai. Falls ihr sagt, ach ja, würden wir euch doch gerne mal kennenlernen, dann schreibt es doch mal in die Kommentare rein. Was haltet ihr davon, wir auf die RPC? Ich könnte es mir im kommenden Jahr vorstellen, hätte ich auch wirklich Lust drauf, aber ich hätte gerne so ein bisschen Feedback, was ihr euch so vorstellen würdet, vorstellen könnt, was wir da auf der RPC machen. Einfach nur das Team kennenlernen oder so ein paar Ausstellungsmodelle, vielleicht ein bisschen Secondhand. Ja, schickt mir doch einfach mal eure Ideen und dann können wir darüber zusammen ein bisschen sprechen und einen netten Messeauftritt gemeinsam ausknobeln. Jo. Also, bis dann. Tschüss.